Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K23 My Ride the Legacy von Betty Giannetti, der Nichte von Justine, von der wir ewig nichts mehr gehört haben in der Story, außer ja vor einigen Folgen, wo wir wussten, dass sie jetzt die Managerin von Doudrop ist. Naja, wie dem auch sei, wir sind weiterhin auf der Zielgeraden, gehe ich mal sehr, sehr stark von aus. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier im Backstage-Bereich mit Miley zu quatschen, was wir nicht tun werden, oder mit Charlotte. Und ich denke mal, Charlotte wird wahrscheinlich die letzte große Story sein, die wir hier in diesem Game bekommen, denn ja, die ist halt nicht verschwunden, als wir diese Half-A-Boy-Story mit Becky Lynch hatten. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viele Worte, wir gehen einfach mal in ja, die Story rein und gucken, was uns Charlotte sozusagen hat. Ich muss mit dir reden. Was machst du hier? Bist du ernsthaft extra zu SmackDown gekommen, mich zu beleidigen? Hey, ich weiß, wir haben uns nicht immer gut verstanden. Wir hatten doch noch nie was miteinander zu tun, oder? Hatten wir was mit Charlotte zu tun in der Story? Weil du ständig nur gemein zu mir bist. Naja, nach dem Debakel bei der Survivor Series hätte ich keinen Grund, an dich zu glauben. Stimmt! Okay, das war das einzige Mal. Aber sogar ich muss zugeben, dass du inzwischen bewiesen hast, dass du nicht nur Justines kleine Nichte bist. Ich bin beeindruckt. Du erinnerst mich langsam an eine echte Legende. Mich. Nee, komm, wir lassen uns von der nicht einlullen. Wir wissen ja, wie Charlotte tickt. Wow, ist ja eine Wahnsinnsnachricht für Leute, die sowas interessiert. Und auch das mag ich an dir. Dein Selbstbewusstsein, deine Kanten. Ich finde, wir zwei sollten ein Bündnis eingehen. Was ist dein Motiv? Du willst mir ja vermutlich nicht einfach aus der Güte deines Herzens helfen. Aus der Güte meines Herzens? Natürlich nicht. Mein Motiv ist Erfolg. Ich habe schon öfter versucht, Fraktionen zu bilden, zum Beispiel die Four Queens, aber sie zerfallen immer. Aber nur, weil immer etwas gefehlt hat. Mitgefühl? Vielleicht, aber hauptsächlich eine andere Legacy-Wrestlerin auf meinem Niveau. Doch jemanden, der auf eigenen Beinen stehen kann. Und bei unseren Familien haben wir mehr gemeinsam, als wir anfangs klar war. Falls du es vergessen hast, ich habe schon eine Tech-Partnerin. Wenn du glaubst, dass ich die einfach fallen lasse. Nein, ich will dich und Ava nicht auseinanderbringen, sondern nur etwas Besseres aufbauen. Vielleicht irgendwann sogar als Three Queens antreten. Und mit meiner Hilfe könnt ihr euch eure Tag-Titel zurückholen. Komm schon, was hast du zu verlieren? Interessant auf jeden Fall. Keine Ahnung, aber ich will es nicht herausfinden. Ich halte mir die Tür für die Zukunft offen, aber im Moment ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Okay, es ist eine Pflichtstory. Wir müssen drauf eingehen. Die Tür bleibt nicht ewig offen. Du sollst dir nochmal überlegen, ob du es dir nicht nochmal überlegen willst. Also, wir haben keine Wahl. Wir müssen der ganzen Sache von Charlotte zustimmen. Sonst geht's hier nicht weiter. So, willst du jetzt sehen, wie wir alle beide von einer Allianz profitieren könnten? Ja, bin ich. Ja, ich weiß, ich bereue es vielleicht, aber ich glaube, ich würde es noch mehr bereuen, wenn ich es nicht tue. Kommt jetzt eventuell doch so ein Survivor Series Team, dass wir quasi so diesen inneren Frieden schließen, weil wir bei Survivor Series verloren haben? Hervorragend, weil du immer noch ein bisschen skeptisch bist, können wir es langsam angehen. Wie wär's, wenn ich dich und Ava bei eurem nächsten Match zum Sieg manage? Klingt das gut? Ja, probieren wir es. Damen über Paare ist die nächste Storyline. Jetzt würde mich ja wirklich interessieren, was macht Charlotte da für Moonwalk? Was ist bei den anderen so passiert? Und welche Story ist die bessere? Diese Tag Team Story oder die andere, wo wir schon in den Einzelbereich gegangen wären? So, mit Charlotte auf jeden Fall. Wir überspringen das Ganze mal. Wer ist jetzt die Gegner? Cora Jade auf jeden Fall. Wen bekommen wir noch? Die Frau mit dem Skateboard, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben. Die auf unserer Seite war. Vielleicht erinnert sich ja die eine oder andere Person noch an diese... Was waren das? Gerüchte, die verbreitet wurden oder so? Ich weiß nicht mehr genau.
Oh, Korra können wir überspringen, weil die kennen wir ja. So, wen haben wir jetzt? Ach so, Dana Brooke, okay. Ja, okay, gut. Haben wir auch schon gesehen. Das heißt, da können wir das Ganze überspringen. So, gewinn das Match durch pinvolle Aufgabe. Ja, erstmal Cora Jade. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt schon zu einer Aufgabe führt, oder? Also wir werden auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mit Ava wresteln. Ein bisschen vermisst habe ich sie ja schon mittlerweile, oder? Dann ist das Spiel extra für uns umprogrammiert worden. Niemand hätte wahrscheinlich gedacht, dass man so diesen Weg geht. Hat okay schon gesagt, guck mal hier, da ist ein Spieler, der Evo 2 KTV. Der hat einen ganz anderen Weg gewählt. Wir müssen das umprogrammieren noch schnell. Patcht es rein, patcht es rein. Deswegen sind die Server bei mir auch so oft nicht erreichbar, wenn ich in My Faction rein will. So. Okay, ich konnte nicht kontern. Nicht jetzt? Nee. Gegen DDT müssen wir uns übergehen lassen. Das hat nicht geklappt. Oh, verdammt. Cora ist... Sie macht es uns nicht leicht, auf jeden Fall. Da waren die drei Beckys eine andere Hausnummer. So, jetzt wechseln wir dann doch mal mit Ava. Und hier die arme Cora. So, Frankensteiner mit den Punches und das sollte wieder benommen bedeuten bei ihr. Ja. Und der Spear hinterher. Und da ist doch der Hot Tag. Und direkt wieder vor die Tür. Und der Spear hinterher. Da läuft nicht so bei Dana Brooke. Oh, sie wechselt doch schon wieder. Ob das jetzt zu clever ist, weil ich meine, guckt euch mal den Gesundheitszustand von Cora Jade an. Und wieder Spear. Geh doch da hoch. Wir haben das nicht gekontert, okay. Drücken Sie einfach mal Ihren Signature rein.
Und jetzt geht's gegen Betty. Die ist jetzt auch noch benommen. So, Betty wieder da. Oha, guckt euch das an. Es ist einfach ein Bear Hug. Und, was passt? Ach so, okay. Dana hat eingegriffen. Genau, Hallöchen, Popöchen. Ah, es ist Rope Break. Die klaut mir meinen Finisher. Das ist jetzt die Frage, ob das ausreicht. Wir werden es herausfinden. Glaube nicht. Okay, es reicht. Na Gott, was ist Dana denn? Wie schlecht einfach nur so zwei Körperteile gelb. Das reicht einfach. Betty Giannetti and Ava Marino. Ja. Statement gesetzt hier. Dank Charlotte. Weil die so eine wichtige Rolle hier gespielt hat gerade für uns. Yay. Triple High Five. Stehen sie hier wieder Shield. So, Charlotte will reden. Glückwunsch, das war ein beeindruckender Sieg. Bin ich froh, dass ich ihn live erleben durfte. Danke, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was los war, aber das war schon fast zu einfach. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du mich in deiner Ecke hast. Oder vielleicht habe ich auch da. Oder vielleicht auch daran, dass jemand ihren Reiseplan manipuliert, weshalb sie dreimal umsteigen mussten und deswegen völlig K.O. angekommen sind? Du hast ihre Reise manipuliert? Wow, bist du eine Blitzmerkerin. Wenn ihr eure Chance haben wollt, eure Championship zurückzuholen, müsst ihr im Ring stark auftreten. Ich habe drei Beckys besiegt. Was willst du? Charlotte, warum hast du mich nicht eingeweiht? Das war riskant. Wenn du unvorsichtig wirst und jemand herausfindet, dass wir unsere Gegner reinlegen, ist das Management sauer und Ava und ich kriegen vielleicht doch keine... Was ist eigentlich aus Molly geworden, wo wir gerade mal so beim Thema sind? Entspann dich, sowas passiert ständig. Mach dir deswegen keinen Kopf, konzentrier dich einfach aufs Gewinnen, siehst du? Deswegen brauchst du mich in deiner Ecke. Und deswegen habe ich auch gezögert, dich in meine Ecke zu haben. Du machst alles viel zu kompliziert. Okay, schön, mein Fehler. Wenn du keine hinterhältigen Taktiken einsetzen, sondern lieber auf die langweilige Art gewinnen willst, respektiere ich das. Wir liegen jetzt also auf derselben Wellenlänge? Absolut. Joa. Ich weiß, du wolltest die Sache mit Charlotte ausprobieren, aber bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz ehrlich, nein, aber Charlotte und ich haben uns unterhalten. Ich glaube, wir verstehen langsam, wie wir zusammenarbeiten können. Okay, ich vertraue ihr zwar immer noch nicht, aber ich habe mich schon öfter in Leuten getäuscht. Lol, aber hallo, ich warte noch mit meinem Urteil, aber viel Glück morgen gegen Carmella. Carmella sieht aus, als wäre sie für das Match bereit. Moment, was zum Teufel, Angriff von Charlotte Flair. Eieieiei, ach Herr Jemine, sie macht sich vollkommen fertig. Irgendjemand muss eingreifen, wir brauchen hier draußen Hilfe, wir können das einfach geschehen lassen. Mensch, es wurde aber auch Zeit. Molly! Zum Glück wird Charlotte zurückgehalten.
Schockierenderweise sieht es aus, als ob dieses Match wie geplant ablaufen wird. Nein! Das heißt doch hier, dass das hier auf Bettys Mist gewachsen ist. Carmella war doch die erste, gegen die ich gewonnen habe, und dann, nachdem ich so schlecht gestartet bin. Ach, come on. Boah, was ist mit Carmella gerade los? Alter, ich war schon ewig nicht mehr benommen. Charlotte hat ihr den wilden Stier geweckt. Ich sag's euch, wie es ist. Genau, erstmal rausrollen. Ich konnte nicht mal was drücken. Hallo. This is just punishing, disrespectful. Oh, definitely hurts. I had that well scouted, but she still has to do more to get this fully in her favor. Oh, jetzt drehen wir mal auf hier. Display of offense with that maneuver. Oh yeah, she is really showing her confidence. Oh, ich hasse es gerade, Alter. Was zum Kuckuck? Okay. Ah, roll mich halt nur eine halbe Stunde durch den Ring. Muss ich aber ernsthaft meinen Widerstand schon rausballern? Das war wohl nichts, junge Dame. Ah, jetzt sind wir im Match drin. Jetzt läuft's. Oh, wir haben sie getroffen. Aber irgendwie war das jetzt etwas kurios. So, den darfst du einstecken. Oh, der war leider nicht schlecht. Da ist die KI so schlau geworden mittlerweile. Das wird es jetzt wahrscheinlich sein. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Ja, ist möglich, aber nicht so leicht, wie ich dachte.
Oh ne, komm, na komm, geben wir auf. Es war so klar. Es war einfach so klar, dass sie den uns nimmt. Ach komm, ey. Jetzt nochmal. Oh, das wird es jetzt wohl sein. Am Schuh! Jo. Mit einem Twist of Fate. Humorlos am Ende besiegt. Aufgabe war uns ein bisschen zu anstrengend heute. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf die Konfrontation. Vor allem, was Ava dazu sagen wird. Ob sich Ava jetzt wirklich so drastisch verändert hat, die ja auch mal deutlich anders tickte. Aber sie ist jetzt eher so das liebe Mädchen geworden, habe ich das Gefühl. Becky eher so die. Ja, etwas. Ja, wenn man vom Turnaround sprechen muss, dann eher Becky im negativen Sinne. Betty natürlich. So, Charlottchen. Wir müssen mal reden, ne? Starker Sieg. Sorry, dass ich ihn nicht miterlebt habe, aber die Security wollte mich nicht wieder in die Arena lassen. Was sollte der Scheiß, Charlotte? Ich dachte, wir hätten darüber geredet. Hat so ein bisschen was von der MVP, so The Hurt Business Storyline, oder? Worüber denn? Du hast Carmella angegriffen, nachdem du mir versprochen hast, dass du nichts Hinterhältiges machst. Ich habe dir versprochen, dass ich nichts Hinterhältiges mache und das habe ich nicht. Ich habe Carmella frontal angegriffen vor dem ganzen WWE-Universum. Naja, es war schon von hinten, oder? Jetzt hast du mir schon zwei Siege verdorben, bei denen ich deine Hilfe nicht gebraucht hätte. Hör auf damit. Verdorben? Also bitte, so läuft das eben. Nur so kann man Erfolg haben. Bist du wirklich so naiv? Das würde erklären, warum nicht mal deine eigene Tante dich managen wollte. Stimmt doch gar nicht. Warum glaubst du, dass das ihre Entscheidung war? Kein Wunder, dass deine Gruppen nie funktionieren. Ich bin schuld, dass ich dir eine Chance geben wollte. Mir hätte klar sein müssen, dass mit dir kein echtes Team möglich ist. Oder es ist meine Schuld. Ich habe dich am Anfang einfach überschätzt. Du tust immer so brav und fair, aber ich glaube, ohne meine Hilfe hättest du die Matches nicht gewinnen können. Ja, stimmt. Also auf gar keinen Fall, weil wir haben ja nicht vorher schon alles rasiert hier in diesem Story-Modus. Okay, kürzen wir das Ganze ab. Wir können uns entweder den ganzen Tag gegenseitig Vorwürfe machen oder wir können in den Ring steigen. Das hätten wir einfach machen sollen, sobald du bei SmackDown aufgetaucht bist. Es war klar, dass es so endet. Wir hätten uns die Charade mit der Partnerschaft sparen können. Wenn du ernsthaft denkst, du kannst mich schlagen, bist du noch naiver, als ich dachte. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wie schnell Zuneigung doch schwinden kann. Wild Thing Betty tritt nächste Woche bei SmackDown gegen Charlotte an. Ava Moreno, findest du super. So, Charlotte ist so die Frage. Müssen wir uns eigentlich ein bisschen gönnen, den Einzug, oder? Auch wenn die Chance sehr, sehr hoch ist, dass hier was gestrikt wird. Wegen dem Song, denke ich mal. Weil ich denke, der ist von der WWE mehr als dreifach geschützt. Also, da werden wahrscheinlich die Copyright-Strikes sowas von schnell reingejagt. Aber, naja. From of City, genau. Das ist aber halt schon irgendwie, also Charlottes Einzug muss man halt schon sagen, der ist schon not bad, also er passt schon sehr, sehr gut zu ihr. Da gibt's glaube ich keinen, der da irgendwie großartig widersprechen würde. Okay, ich würde aber sagen, wir gehen einfach mal in das Match rein, weil bevor jetzt vielleicht doch noch hier ein Copyright Strike irgendwie so reintrödelt, lassen wir das Ganze. Müssen wir jetzt gewinnen oder? Oh, tatsächlich. Also, gewinnen auf jeden Fall, ja. Okay,
Mist. Hä? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Es hat keinen Sinn gemacht. Hallo. Ich krieg hier gerade nichts auf die Kette. Charlotte ist gerade komplett andere Gegnerwelt. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt endlich mal in das Match reinkommen. Und Charlotte verlässt den Ring und dann kommen wir einfach mal hier im Suicide Dive durchgeflogen. So, sind wir geisteskrank, machen eine Shooting Star Press nach draußen. Wir sind dumm. Wir sind einfach richtig dumm. Wir hätten das einfach ahnen können. Die lag schon so lange da und die hat noch kein gelbes Körperteil oder so. Aber wie kommen da mit einer Shooting Star nach draußen? Aber wir sind jetzt wirklich drin im Game. Aber wir heben uns den Signature auf jeden Fall auf. Was war denn das? Das sah komisch aus. So. Hey, wir machen einfach den gleichen Move nochmal. Alles klar, den gleichen Move. Ach shit. Oh, wir haben ihren Signature weggenommen. So, und das sieht gut aus, dass wir den jetzt durchbekommen, also unseren. Jetzt haben wir zwei Finisher. Die hat dafür noch nicht mal in Widerstand gebraucht. Oh, Charlotte. Das war etwas dumm jetzt von ihr. Ja, Widerstand hat sie weg. Und jetzt sind unsere Chancen nicht so schlecht, dass wir das Match kürzer gewinnen werden. Und jetzt gucken wir. Bringen wir sie zur Aufgabe? Bringen wir Charlotte zur Aufgabe? Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Charlotte tappt. Und das ist die Demütigung auf jeden Fall für sie. Da hat sich jetzt selbst, also mit dieser Aktion, wir steigen auf das mittlere Seil und jubeln, das war jetzt quasi ihr Todesurteil im Match.
Betty Giannetti gewinnt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Also was hier noch so im Backstage-Bereich passieren wird. Ich würde sagen, da gehen wir direkt mal rein. So, beziehungsweise wir quatschen nicht mit Charlotte, sehe ich gerade. Und wir sind doch bei mittlerweile einer Bruttoaufnahmezeit von 28 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einfach einen Break. So habt ihr einen schönen Cliffhanger für morgen wieder. 12 Uhr geht's weiter hier auf meinem YouTube-Channel. WW2K23 My Ride, The Legacy von Betty Giannetti. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, dann kommt morgen gerne wieder hier vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich dafür wieder, dass ihr reingeschaut habt. Ihr euch die Zeit genommen habt, hier euch den Content anzuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr habt alle einen weiteren schönen Resttag in diesem Sinne. Wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.